Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Knife Skins Video. In den Kommentaren des letzten Videos habt ihr euch für das M9 Bajonett entschieden. Das gehen wir jetzt an. Unseren Partner Skinbaron kennt ihr ja, Skins kaufen und verkaufen. Bam, deutscher Marktplatz, deutscher Support, Shazam. Wir fangen also wieder auf Platz 10 an und arbeiten uns auf Platz 1 hoch. Platz Nummer 10. Da liegt bei mir das M9 Bajonett Damascus Steel. Ist jetzt nicht ultimativ hübsch, aber halt auch nicht hässlich. Darum der 10. Platz. Wobei der Griff schon gerne komplett schwarz sein könnte. Dann würde das nochmal ein bisschen schicker aussehen. Naja, vom Preis her liegen wir hier zwischen 150 und aktuell 300 Euro. Das sind die Angebote, die es halt gerade auf Skinbaron gibt. Wer sich jetzt hier das Schnäppchen anzeigen lassen wollen möchte von diesen ganzen Knives, der geht einfach hier oben drauf und sortiert nach Best Deals. Und dann ist hier ganz oben links der beste Deal. Das Teil kostet 170 auf Skinbaron, 222 normalerweise, also auf Steam halt. Ist schon nicht schlecht, was man da sparen kann, ne? Auf dem 9. Platz liegt bei mir das Rustcoat. Das sieht auf jeden Fall schon mal einen Ticken besser aus, wobei ich halt auch Rustcoat-Fan bin. Ich weiß, einige von euch sind das nicht. Also zumindest von meiner Community, die schon so alt eingesessen ist. Aber der ein oder andere kann doch auch Gefallen an sowas finden. Ich habe tatsächlich irgendwie ein Faible dafür, wenn Dinge, Gebrauchsgegenstände, halt langsam dann abgenutzt sind. Zum Beispiel den Stuhl hier, den habe ich jetzt schon seit einigen Jahren, und sich das Leder so langsam abwetzt, dann ist das so eine besondere Sache. Also ich bin da wirklich der Letzte, der sagt, ich brauche jetzt was Neues. Vom Preis her liegen wir hier bei 121 bis 189. Ich habe mir den Best Deal auch direkt angelassen, das heißt, hier ist der beste Deal. Ihr zahlt auf Steam 166, hier 121 Euro. Beachtet aber natürlich bei dieser Best Deals Geschichte, dass das hier vom Average Steam Community Market Price abhängt und dass es natürlich sein kann, dass wenn da irgendwelche gewissen Items drauf sind, wie Sticker oder sowas, oder es ein ganz spezielles Pattern ist, dann hinkt der Vergleich möglicherweise. Nur nochmal erwähnt, zur Absicherung, dass jeder Bescheid weiß. Das M9 Bajonett Freehand liegt auf dem 8. Platz. Etwas wenig lila, leider. Ich finde, da könnte etwas mehr lila durchscheinen. Aber auf der Seite hier, da passt das doch ganz gut. Lila ist an sich eine coole Farbe, gerade für Knives. Das Ultraviolet ist auch nochmal was aber leider auch irgendwie nicht so wirklich in die richtige Richtung geht, so wie ich es gerne hätte. Ich hätte halt gerne komplett lila eine Klinge oder halt zumindest so in die Richtung. Und da auch wieder einen schwarzen Griff. Hier ist halt das Grau eher das Grau, was auch hier drauf ist, ne? Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Von der Preisgestaltung liegen wir hier bei diesem Freehand auch wieder zwischen ja, 140 und 210 Euro, 236. Boah. Wobei hier vorne wieder der beste Deal ist. Guck mal da, was man da spart. Das ist schon nicht schlecht. Platz Nummer 7. Tiger Tooth. Alle Gelb- und Gold-Fans. Früher, lang ist es her, haben mir diese gelb-goldenen Skins überhaupt nicht gefallen. Mittlerweile geht's. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Liegt sicherlich auch daran, dass wir halt solche Teile jetzt schon ab und an mal in den Giveaways hatten. Tiger Tooth, dann auch mal so ein Lore. Das ist schon, ja, ist schon nicht schlecht. Komm. Von den Angeboten her gibt es hier deutlich mehr. Man kann sogar noch auf weitere Seiten schalten oder auch nicht. Skinbaron, hallo? Costa Quanta liegen wir schon ein bisschen höher als eben noch. 284 ist der günstigste Preis, oder? So ungefähr bis rauf auf 480. Also ein Brocken, ne? Best Deal hier oben, 284 hier und auf Steam 348. Lecky schmecky für Spaßentdecki, ne? Fällt übrigens eben noch ein, wegen dieser Abnutzungsgeschichte. Ihr hattet doch früher bestimmt auch alle den Willen, einen Bleistift immer weiter runter zu spitzen und zu benutzen, bis er nur noch so winzig ist und man ihn halt dann trotzdem noch benutzt. Das hat sich bei mir irgendwie durchgezogen, so mit allem. Ich habe sehr gerne Sachen, so lange wie möglich. Und auch wenn sie schon so ein bisschen auseinanderfallen, solange sie noch funktionieren oder halt ihre Funktion erfüllen, bin ich zufrieden. Meine Handyhülle ist schon, keine Ahnung wie alt und komplett verschmutzt. Die war mal so. Letztens habe ich hier ein bisschen sauber gemacht. Die war mal so und jetzt ist sie halt so. Na, das geht jetzt alles so ein bisschen am Abgehen. Aber ich bin voll zufrieden. Es hat was Angenehmes, Dinge komplett zu verwenden halt einfach. Das hört sich komisch an. Aber es ist so. Platz Nummer 6, Black Laminate. Hier, die Maserung des Griffs. Boah, das ist Laminat. Ich denke gerade Leute, die auch so auf Vanilla stehen, greifen auch hier zu. Der Preis liegt ja bei knödeligen 200 bis 262 Ehren, sehe ich das richtig? Ja. Bestes Angebot, 206 auf Skinbaron, 277 auf Steam. 5. Platz, Autotronic, schwarzer Griff. Na also, es geht doch. Hier sieht man es, wie edel und definiert das aussieht. Also hier kann ich überhaupt nichts meckern. Hier hätte ich auch nichts zu verbessern. Das ist genau so, wie es sein soll. Natürlich zahlt man dann aber auch für diese qualitativ hochwertige Arbeit im Schnitt 243 bis 469. Ja, wie sieht's aus? 358 Euro
auf Skin Baron 430 auf Steam. Langsam wird es eng. Der vierte Platz ist nun erreicht. Dort liegt das M9 Bayonet Law. Wie gesagt, diese goldgelben Teile, es wird langsam. Und auch mit dem grünen Griff finde ich das eine ziemlich runde Sache. Von den Finanzen her muss man hier aber schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ich meine, hier gibt es zwar eins in Battle's Gate für 210 Euro, aber alles andere ist dann doch recht hoch mit bis zu 900 Euro. Hm. Wie sieht's hier aus? 210 auf Skin Baron, 275 auf Steam. Nun folgen die Top 3 dieser aktuellen Top 10 Liste. Hierfür könnt ihr gerne in die Kommentare reinhasseln, was wohl auf meinen drei oberen Plätzen liegen wird. Und natürlich könnt ihr auch schreiben, welches Knife oder welche Knife Art vielmehr ich als nächstes vorstellen soll in so einem Top 10 Video. Los geht's, Platz Nummer 3. Da liegt bei mir das Marble Fade. Wer hätte es gedacht? Ich bin nach wie vor ein Kind, was es angeht. So schön bunt. Ne, der Griff könnte schon schwarz sein, ne? Das zieht den ganzen Skin so ein bisschen runter. Warum nimmt man hier nicht einfach einen schwarzen Griff? Das wird das Ganze richtig edler aussehen lassen. Oder zumindest einen etwas dunkleren oder meinetwegen auch was Grünes. Aber nicht so grau. Aber dann hier schön ordentlich 492 bis 823 Euro verlangen. Ich glaube, es ballert. Der Griff ist ja noch nicht mal schwarz. Auswahl haben wir hier wieder sehr wenig. Wir können hier in den Best Deal reinschauen. 492 Euro hier auf Skin Baron, 553 Euro auf Steam. Kommen wir nun zu Platz 2. Da liegt bei mir in meinem Ranking ein Doppler Phase 4. Ich mag dieses komplette Blau, also dieses Sapphire mag ich gar nicht, wenn es so komplett halt ultrablau ist. Da finde ich das mit diesen schwarzen Flecken oder diesen verdunkelten Stellen schöner. Auch der Preis geht dir natürlich im Vergleich zu dem Saphir ordentlich also besser halt. Ne? Wenn du bei Saphir reinguckst, hast du ein Angebot für 10.000. Hm. Man kann natürlich noch bei Phase 3 reinschauen und dann halt was mit mehr Flecken oder mit einem größeren Fleck suchen, bei dem die ganze Sache auch schon in Richtung Grün geht, aber da ist halt auch Gelb mit dabei und das ist dann wiederum irgendwie in dieser Gesamtkomposition nicht so. Nicht so. Also wie gesagt, Platz Nummer 2 hier, das Doppler Phase 4. Hier muss man darauf achten, dass Steam das hier nicht bedenkt oder berechnet, dieses Pattern. Es sagt hier 73 Euro auf Steam, hier 374, wäre natürlich Wucher. Bei dem Saphir wäre es absoluter Wucher, passt auf, 10.000 Euro auf Skin Baron, auf Steam 184. Also hier ist vor allem dieses Attention, dieser letzte Satz hier zu beachten, ne? Weil dieser Preis nicht dieses besondere Pattern mit einschließt. Somit folgt der erste Platz, was ist da wohl drauf? Da liegt das Gamma-Doppler, Phase 4 war das, glaube ich, ja, Phase 4. Grün, Türkis, lecky schmecky. Emerald ist natürlich auch sweet, klar, aber da ist es auch wieder zu krass einfach, zu viel, zu grün, zu einseitig. Hier dieser Mix, der macht's. Also zumindest für mich. Auf Skin Baron gibt es aktuell nicht viele Angebote, nur diese zwei. Der Best Deal ist hier auch wieder hinfällig. Oh, ist er nicht? Oh. Dann ist es hier wohl auf Steam doch besser berechnet bei dem hier. Preisspanner 635 bis 690, da ist halt nicht viel. Emeralds gibt es aktuell, glaube ich, gar keine. Yes. Was schon auch noch nah in die Richtung kommt, ist Phase 3. Ah, schon auch schön, aber Phase 4 ist es. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin gespannt, was für eine Knife Art ihr euch für das nächste Video aussucht. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Ich werde dann einfach eine Strichliste machen und dann eben das Knife, das ihr euch am meisten wünscht, als nächstes vorstellen. Guckt aber vielleicht, falls ihr die letzten paar Folgen nicht gesehen habt, in die Playlist rein. Da seht ihr die bereits vorgestellten Knives, dass ihr nicht irgendwas doppelt vorschlagt. Ne? Die Playlist ist hier gleich irgendwo verlinkt. Alles Klärchen, meine Bärchen. Haut da rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an...